ganz ehrlich gesagt, das Aussehen ist ja auch, also das gefällt mir. Ist abgelaufen, die Scheiße. Leck mir an den Füßen, ey. Sagen wir nicht. Also, willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros zum Biertasting. Ihr seid alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Heute haben wir das Jubiläumsbier der Familienbrauerei H. Schmiedeknecht. Also da bin ich ja mal jetzt echt surprised. Ich hasse das. Diese Denglisch. Also ich bin ja echt mal gespannt. Surprise ist halt. Ich hätte zwar gesagt, ich hab das wahrscheinlich auch mal gehabt, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nein, doch, gleich jetzt euch. Das ist natürlich jetzt. Ja, wir müssen sagen, das ist schon. Also Mindesthaltbarkeitsdatum war 6.7.21. Ja, also hier ist es wieder so, dadurch, dass ja. Mann, wir sind arme Schweine. Ja, nicht so lange abgelaufen wie deine Flora. Na klar. Und dann war das. Nein, das hier, ey. Wir werden sehen. Wie, na klar. 6.7.21 sind ein Jahr, ein Monat. Hast du das auch kühl und dunkel aufbewahrt? Naja, klar. War doch in dem Blechbehälter. Also Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Thüringisches Bier. 5 Generationen Brautradition seit 1869. So. Rico hat mal gesagt, wenn da Typen drauf sind auf dem Bier, dann schmeckt das nicht. Jetzt sind da 5 drauf. Das ist schon unglaublich. Ja, 5 Generationen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich spricht das an, aber das hört nicht wieder ab. Also hier ist zum Beispiel nicht drauf. Hier oben ist nicht drauf. Da reden wir später noch drüber. Deutsches Reinheitsgebot, ja. So. Erstmal, wie heißt das Testbier? Jubiläumsbräu. Das Jubi von Berliner Kindl ist ja ganz gut. Kannst du ja auch nicht meckern. Oder was? Wie schmeckt das wieder? Nee, war es mehr was für die Jugend? Nicht. Prognose. Ich bin skeptisch. Ich hätte fast gesagt Gold, aber jetzt bin ich mittlerweile. Ach, Bronze. Ich bin zwischen Silber und Bronze. Und schreibt auf Silber, Bronze. Musst du aber so schreiben, wie wir da stehen. Also Bronze, Silber. Ich sag Bronze, du sagst Silber. Ich sag auch Bronze. Ja, so ein Schattenparker hier. Ja. Hey, bis jetzt hatte ich recht gehabt. In den letzten. Was? Ja. Doch nicht. Ja, doch. Du hast das eben mal gesagt Bronze und da ich gesagt Silber. Hast du ja nicht geschrieben, ne? Doch, hab ich. Da war denn Silber. So. Deutsche Reinheitsgebot. Ja. Great. Auspacken oder wegpacken? Also ich würde es auspacken. Also ich würde dem Ganzen 2 Punkte geben. Nee, kann ich nicht sagen, weil es steht ja schon so lange da, dass es abgelaufen ist. Also maximal 1 Punkt. Von? Ach so. Nee, dann 2 Punkte. So. Nee, warte mal, das geht ja um Aussehen, oder? Auspacken oder wegpacken? Geht um Aussehen. Ja, natürlich. Nee, haben sie sich schon Mühe gegeben, muss man ja sagen hier. 5 Generationen Fotos hier. Jetzt so. Macht er hier hin. Nee, wirklich. Macht 3 Punkte. Was? Nicht? Ich würde maximal 2 Punkte sagen. Naja, also, das ist doch gut, aber hier, was okay, aber 5, das ist schon. Ja, man kann sich schon mehr bemühen, ich weiß. 2 Punkte, ist doch in Ordnung. Ja. So, Fump oder Plump, Alter, das, also wenn das nicht Fump. Jetzt kannst du hier mal ein bisschen näher ans Mikro. Ich sag dir, wenn das nicht Fump, dann weiß ich nicht weiter. Aber ohne mich nass zu machen. Alter! Oh. Endlich. Endlich mal ein Video. Ein Bier, was tatsächlich vernünftig funkt. Also,
Das, also ich muss sagen, da rechnen die 2 Punkte ja nicht. Hör auf, die hat 2 Punkte erreicht. Du darfst doch nicht trinken. 2 Punkte. Hier Untersetzer. Der Tischdecker, Alter. Entweder bin ich das nicht mehr gewohnt oder das hat noch nie so gefunkt. Ja, wann hast du das? Wann hab ich das letzte Mal ein Pflänzchen getrunken? Der kommt auch aus seinem Keller raus. So. 2 Punkte. Locker 2 Punkte, also. Besser jetzt nicht. Also besser jetzt wirklich nicht. Jetzt drinkippen? Augensucht oder Augenflucht? Jetzt geht's um das Aussehen vom Bier. Sollen wir die Flasche haben? Oder ja, im Glas? Ja, ich nehme die Pulle, na klar. Aber gut. Kipp mal voll den. Rico ist ausgebildeter Eingießer, deswegen macht der das immer. Ich hab's nicht so doof. Ganz schön schaumig oder was? Schaumiges Bier. Ja, wir warten kurz. Er klebt jetzt hier überall. So. Nee, wir haben ja hier auch nichts. Wir sitzen ja hier einfach auf der Wiese. Ist ja hier, wir haben irgendwo auf der Wiese haben wir hier so einen Schuppen hier gebaut und das ist jetzt unser Tonstudio. Deswegen haben wir ja hier leider nichts. Ohne Moment. Wie soll ich denn das denn auch anfassen, wenn das so voll geklebt ist? Yeah, yeah. Der macht sich hier keine Gedanken, wa? Deswegen ja die Untersetzer von Joybräu. Jetzt hol ich hier keinen runter. Jetzt. Spaß beiseite. Bei den Lappen, ja? Ganz cool. Danke. Ja, was? Wolltest du jetzt gerade den Lappen haben? Mann. Naja. Ich wollte hier noch ein bisschen mehr, aber wenn dir das reicht. Ja, mir reicht es. Hä? Muss ich bei hier kosten werden. Das ist meine Krone. Alter. So. Die war ja schon vorher da. Nee. Ja, du willst bloß nur stricken davon. Guck dir das doch mal an. Nee. Ja, doch. Schmeckt bestimmt total toll. Ist dran hier rucken, ne? So. Ist schon. Naja. Was ist das? Ist das ein Schwarzbier oder was? Ist denn das aus? Ja, so ein schwarzes, sieht aus wie ein Schwarzbier. Und das riecht wie Bernstein. Ja, wie so eine Mischung zwischen Bernstein. Was von Lebkuchen. Schwarz. Was, Lebkuchen? Findest du nicht? Irgendwie was von Lebkuchen. Dann kriege ich hier Früchte. Ach, wirklich blumig. Was ist denn Mann, das, ey, so du mit deinem scheiß Trostpilz jetzt wieder. Das müssen wir halt immer probieren. Wir müssen das Aussehen, müssen wir jetzt begutachten. Ja, ich bin da zwiegespalten. Naja, so geil ist nicht. Also 5 Punkte gibt es, ich würde 2 oder 3 geben. Ja, 2 ist schon okay. 3 ist mir zu füllen. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Prost. Prost. Oh, warte. Boah, ui Junge. Oh. Was ist denn das? Oh nö. Das geht ja nicht. Oh nö. Ich würde sagen, das ist abgelaufen. Ja, absolut, Alter. Oh nö, Alter. Oh jo. Das war lecker, was hast du denn? Ich hab noch nie mal ein Stück getrunken, ich hab nur den Schaum hier ab. Vielleicht schmeckt das ja auch. Vielleicht soll das so schmecken, Mann. Oh ne, komm, hör auf. Wieso denn? Oh ne. Das war bloß der Schaum, ne. Probier doch mal richtig. Hey, ich mag nicht. Hör auf jetzt hier. Trink du doch. Ich hab da einen Schluck genommen. Ja, dann trink mal noch einen Schluck. Nee, ich will nicht mehr. Gut, also ich würde sagen, wir werden dann mal uns ein aktuelles holen. Ja. Liebst du das noch, ja? Weiß ich nicht. Das wird wohl wirklich abgelaufen sein. Also, das ist ja abgelaufen, aber... Das ist ein MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum. Vielleicht ist das ja noch gut. Komm her, oh, das...
Oh nee, das ist, als wenn ein Stinkchen da. Irgendwie. Man dauert auch so lange, bis es weggefallen. Naja, aber tut man nicht alle. Das ist schon eine Geschmacksexplosion, ist das da im Mund. Mann, ey. Gut, okay. Wenn wir dazu noch mal irgendwie eine Mousse haben. Ich bestelle das jetzt nochmal. Das kann ja nicht sein. Das kann man so nicht stehen lassen. Das ist wie Gulli in der Fresse, Alter. Das kannst du nicht. Kann ja Geld aus dem Gulli saufen, wirklich. Da gibt dir Strohhalm, ich ziehe das raus da, die Scheiße. Ich bestelle das jetzt nochmal und dann machen wir den. Ja, also wirklich bestell das nochmal. Das ist, ey, das geht gar nicht. Boah, ey. Da rennt er mal gleich weg hier. Jubiläumsbier. Ohne Scheiß, Alter, das hätte ich gar nicht. Also ganz ehrlich, das kann nicht an dem Bier liegen. Ich denke wirklich, dass das abgelaufen ist und das wart. Wahrscheinlich hat es auch so extrem gefummt. Da sind die Gärstoffe richtig rausgeknallt. Boah, nee, das kannst du nicht, das geht ja nicht. Nee. Alter, das ist ja brutal. Also ich bestell mal jetzt so eine Pulle hier. Ah, und dann... Dann machen wir einen zweiten Teil davon. Wo bestell ich denn soweit? Füll mal den Rest aus. Wie viele Punkte? 7. Und sind wir jetzt bei Blech? Ja. Naja, wir werden ja nochmal so Tests machen. Brutal. Also, quasi schon wieder eingekackt hier. Notizen. Also das können wir so nicht stehen lassen. Ah, wir werden sehen. Also Testteil 1. Wir finden auf jeden Fall einen Weg, das nochmal zu saufen. Ja, definitiv. Also das können wir wirklich so nicht stehen lassen. Den Rest trinken wir jetzt natürlich aus, nachdem wir die Kamera ausgemacht haben, ist ja klar. Ja, na klar. Mhm. Tipps im nächsten Video? Ja, gebt uns mal Tipps oder sowas. Ja. Schreibt doch mal unter, welches euer Lieblingsbier ist, und dann werden wir es mal testen. Das wäre auf jeden Fall super. Ja. Ansonsten muss ich sagen, wir ziehen uns hier für euch den letzten drin. Abonniert den Kanal. Liken, teilen. Shop checken. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bevor jetzt ein kurzer Video. Wenn sich die Leber dann wieder erholt hat. Ja, ja. Ja, ein bisschen hat sie gezuckt so hier. Na, meine ist schon angeschlagen. Ey, die braucht jetzt Wasser, oder? Um sich wieder zu rehabilitieren. So, wenn ja, macht's gut. Bis demnächst.